Ich habe Farbe in der Nase, ich glaube. Hallo liebe Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir eine neue Folge der Serie Painting with a Polyglot, die ich letztes Jahr im Oktober angefangen habe. Also in dieser Serie einfach male ich und ich rede über was ich will, aber ich muss eine meiner Sprachen auswählen und sie für das ganze Video sprechen. Also ein anderer Teil der Serie ist, dass ich nur mit den Farben der Flagge male. Also eine Flagge, wo man die Sprache spricht. Das ist sehr, sehr kompliziert zu erklären, aber ich glaube, dass ich es gut erklärt habe. Ne? Also ich habe eine Tasse und ich habe sechs Länder darin, also Länder, wo man Deutsch spricht, wo Deutsch eine offizielle Sprache ist. Ich werde es zufällig ausziehen. Ohne schauen. Das ist sie. Es sagt Deutschland, man kann es nicht sehen, aber es sagt Deutschland. Ah, es sagt nicht Deutschland, aber Deutschland. Schade, I can't spell. Also ihr habt mir auf Instagram ein paar Fragen geschickt, also ich werde sie antworten, während ich male. Also ich habe ein bisschen geplant, es gibt eine versteckte Botschaft, dass sich am Ende zum Vorschein bringen wird. Aha, you didn't expect that, huh? Los geht's. Also für Deutschland, hat gelb, also gold, gelb, rot und auch schwarz. Meine Farben sind nicht so gut. Das sind Farben für Kinder. Ich glaube, dass sie gut funktioniert werden. Da haben wir kein Problem. Ich werde mit den Fingern anfangen, ne? Ein bisschen Fingerpainting. Also die erste Frage ist, hast du die Heute-Show schon angefangen? Beste News, Politik und Satire-Sendung. Also, nee, noch nicht. Ich bin kein großer Fan davon, von Late-Night-Shows und Late-Night-Comiker und so weiter. Ich glaube, dass ich kann sie nicht unterscheiden. Ich glaube, so ist alles ist gleich für mich. Ich glaube, dass was im Fernsehen ist, einen großen Einfluss auf einen Mensch hat. Ne? Also während des Tages haben wir immer diese sehr, sehr schlimmen Neuigkeiten von dem Virus und alle die Sachen, die passieren. Ich weiß, dass es Satire ist, aber nach 4 Jahren mit diesem Präsident und ja, mit dieser Administration, alles sich wie eine Satire anfühlt, ne? Nicht so gute Farben. Aber ja, ich habe fast keine Interesse daran. Mein Leben hat sich seit 2016 so angefühlt wie eine Satire. Aber ich werde eine Folge schauen und ja, ich werde es ausprobieren. Danke Vera für deine Frage. Das ist eine gute Empfehlung von einem guten Mensch. Ich werde die Bürste benutzen. Auch eine schlimme Bürste. Man kann sehen, dass es für Kinder ist. Hast du schon mal ein deutsches Buch gelesen? Niemals, echt. Ich bin kein Bookworm. Ich lese nicht so viele Bücher, also wenn ich lese, meistens sind die Bücher auf Spanisch oder Englisch. Also ja, I'm gonna change the technique. Also ich kenne keine fortgeschrittenen Bücher auf Deutsch lesen, aber wenn ihr Empfehlungen habt, ich bin offen dazu. Ich glaube, dass eine meiner Goals dieses Jahr ist, ein deutsches Buch zu lesen. Das ist etwas, das ich noch nicht gemacht habe. Aber wenn ich eine Sprache lerne, ich glaube, dass ich möchte gerne sprechen aus Lesen. Also für mich sind Bücher kein wichtiger Teil of the learning. Wie alt bist du? Ich bin 20 Jahre alt. Also tatsächlich hatte ich am 2. April Geburtstag. Also ich bin gerade in meinen 20ern angekommen. Es fühlt sich gut an, weil meine Gesellschaft mich nicht mehr wie ein Kind sieht. Aber ich glaube, das ist der eigene Vorteil dran. Ich fühle mich sehr alt jetzt und ja, endlich bin ich eine erwachsene Frau. Also welche Filme oder Serien empfehlen Sie? Das ist eine gute Frage. Ich schaue nicht so viel Fernsehen, aber für Filme habe ich eine Empfehlung, Baby Driver. Vor einigen Tagen habe ich es nochmal gesehen und es ist ein Actionfilm und es geht um dieser Typ, der
Getaway Driver ist. Ich weiß nicht, wo man das auf Deutsch sagt. Aber das Ding ist, dass er Tinnitus hat. Also deswegen muss er immer seine Kopfhörer tragen und Musik hören. Also deswegen ist die Musik und die Choreografie ein sehr, sehr, sie sind ein sehr, sehr wichtiger Teil des Films. Alles ist sehr, sehr genau und perfekt. Und ja, also ich glaube, dass es für sich selbst spricht, dass ich es zweimal gesehen habe. Für Serien würde ich nur eine empfehlen, Mad Men. Das ist meine Lieblingsserie aller Zeit. Es geht um die Werbungsindustrie, aber in den 60ern, also in the 60s. Aber es geht nicht nur darum. Also es gibt so viele komplexe Charakter. Und das ist mehr die Geschichte, ich glaube. Also die ganze Serie habe ich vielleicht fünfmal gesehen. Also das ist echt meine Lieblingsserie. Also jetzt können wir mit Gelb anfangen, ne? Aber zuerst muss ich mich die Hände waschen in dieser kleinen Tasse. Nice. Was gefällt dir am besten an der deutschen Sprache? Voll die schwere Frage. Also ich beschwere mich sehr oft darüber, dass Deutsch ist so kompliziert und die Grammatik ist so schwer. Aber gleichzeitig, ich fühle, dass es eine Bad Rap bekommt. Ja, also manchmal fühle ich mich sehr, sehr frustriert damit, aber Deutsch ist keine hässliche Sprache. Also die Leute, die seine Schönheit nicht sehen können, ich sehe es wie so, okay, more for me. Also ich habe eine sehr, sehr komplizierte Beziehung mit Deutsch. Ich glaube, dass man muss es für mehr als eine Woche ausprobieren. Ich mag, dass es eine Herausforderung für mich ist. Ich könnte nur mit romanischen Sprachen fortfahren, weil ich schon Spanisch und Portugiesisch und Französisch gelernt habe. Aber nicht komplett, aber ich spreche sie. Ich könnte halt so fortfahren, aber ich habe kein Interesse dran, weil ich glaube, es ist immer sehr, sehr gut, sich selbst zu herausfordern. Das ist für mich ein sehr, sehr schwieriges Wort. Aber wo wir davon reden, von einfachen Sprachen und so weiter, ich habe eine andere Herausforderung gemacht dieses Jahr, also mit Chinesisch. Das ist etwas komplett Neues für mich und ja, ich glaube, dass ich I'm starting to like challenge. Früher war es nicht so. Ich habe alles sehr einfach gemacht. Fuck it. Aber jetzt alles hat sich ändert, ich glaube. Das ist Growth, okay? Okay, nächste Frage. Was ist deine Geburtstag-Tradition? Ich wollte diese Frage antworten, weil ich es sehr, sehr lustig fand. Ich habe keine Geburtstag-Tradition, aber dieses Jahr habe ich eine sowas wie eine Tradition angefangen. Quarantäne-Tradition. Wie ihr schon weißt, ich musste zu Hause bleiben wegen dem Virus. Also ich könnte mit dieser Tradition fortfahren. Ne? Nächstes Jahr werde ich meine Corona tragen. Ah, das war ein spanischer Witz. Aber dieses Jahr wurde eine Tradition mir angezwungen, kann ich das sagen? It was forced on me. Also wir sind zu Hause geblieben, wir haben nichts gemacht, ein bisschen Kuchen gegessen. Und das war's. Aber nächstes Jahr sind alles zu meiner Quarantäne-Party eingeladen. Aber Real Talk, ich bin so dankbar, dass ich nicht so viele Effekte von dem Virus gefühlt habe. Hier in den USA ist alles sehr, sehr schlimm. Zumindest jetzt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass nichts mir passiert ist. Und dankbar, dass nichts meiner Familie passiert ist. Und die letzte Frage, warum hassen so viele Amerikaner Florida? This question I ask myself every single day when I wake up. Kein gutes Gefühl, das Farben an den Händen. Schwarz, wo bist du schwarz? Also natürlich habt ihr diese Überschriften gesehen, also Florida Man gives beer to his alligator oder Florida Man beats up an ATM because it gave him too much money oder sowas in der Art. Dafür ist Florida sehr, sehr bekannt. Sie hassen uns, weil wir während eines Hurricanes surfen, weil hier es keine Gesetze gibt, weil wir diese Sache nicht haben, die keine Übersetzung hat. Common Sense. Also die Leute aus Florida haben
auf eine andere Weise entwickelt, würde ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber in der letzten Woche haben wir im Süden viele Proteste gehabt. Aber wogegen? Gegen den Virus, weil die Leute zurück zur Arbeit gehen wollen. Macht Sinn, ne? Ja, zum Glück komme ich nicht aus Florida, aber aus einem anderen Staat, der heißt Tennessee. Aber das ist keine Verbesserung, ich glaube. Im Süden ist alles sehr anders, werde ich sagen. Sehr, sehr anders. Also wir sind fast am Ende des Bildes, noch ein bisschen mehr. Ich habe noch nie so viel mit meinen Fingern gemalt. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. So, das Finishing Touch. Okay, wir sind fertig. Aber jetzt kommt die versteckte Botschaft, wie ich früher gesagt habe. Seid ihr bereit? Okay. Ich liebe euch. Ich habe es für eine gute Idee gehalten. Ne? This looks like something a kid made. I like it. Do you guys like it? So, ich glaube, dass wir ein sehr, sehr interessantes Bild haben. In Kürze werde ich es auf eBay posten, also macht euch bereit. Also danke, dass ihr mit mir abgehängt habt und ja, ich mag so sehr diese Serie und ich verspreche, dass nächstes Mal werde ich bessere Farben tragen und keine Crayolas, ne? Wenn ihr nicht abonniert seid, da abonniert, um kein einziges Video zu verpassen und ja, schön. Bis bald, liebe Leute, und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Tschüss, don't forget, eBay.